Ja, moin. Das hier ist eine Streamaufnahme, deswegen begrüße ich euch heute mal so. Schaut doch gerne in meinem Stream vorbei, wenn euch das gefällt. Ansonsten wünsche ich euch nur viel Spaß mit dem Video. Castlevania Symphony of the Night. Und es ist mir heute aufgefallen, also vorhin, das Spiel ist in 4:3. Es ist gar nicht angepasst worden. Bam! Deswegen habe ich noch schnell so einen kleinen Screen zusammengekleistert. Ist das Jay? Sehr merkwürdig, auf so einem großen Bildschirm dann nur so ein 4:3 Kästchen zu sehen, aber wir kriegen es hin, würde ich sagen. Ein Begründer des Metroidvania-Genres, falls ihr es nicht wusstet. Man könnte es am Namen eventuell erahnen. Okay. Okay. Kleines bisschen Delay, ich hoffe, das geht klar. Ganz klassisch, ne? Bam. So, bam. Ich spiele jetzt auf der PS5, by the way. Journey back to 1792. In Transsilvanien. Mhm. Warum ist es jetzt auf einmal... What the fuck? Warum ist mein Greenscreen so scheiße? Das Bild ist auf einmal größer geworden. Ich hoffe, wahrscheinlich nur für die Zwischensequenz, hoffe ich. Ja, wahrscheinlich hatte das da schwarze Ränder oben und unten. Damals. Und dadurch halt ein anderes Format. Draculas Schloss. Aha. Ah ja, jetzt ist es wieder... 4:3, okay. Wir fangen an mit Richter. Oh Gott, ich habe Delay. Spiel fängt an mit dem Ende vom Vorgänger, by the way. Das ist Rondo of Blood hier, das Ende von Rondo of Blood. Soweit ich weiß. Hallo, Dracula. Dracula, die now and leave this world. You'll never belong here. Oh. But this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute. Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom. Freedom is always sacrificed to faith, good hunter. Or are you truly here by choice? All I'm here for is you. To hell with your heresy! You're nothing but a blight on mankind. Heresy? Mankind. A cesspit of hatred and lies. Fight for them, and die for their sins. Uh-oh. Geiler Start in Spiel, by the way, ey. Okay. Oh. Okay. So macht man Zauber, verstehe. Bam. Es ist halt jetzt super einfach, weil es halt der Anfang dieses Spiels ist. Achso. Aua! Schätze ich. Oh ne, doch nicht. Aua. Ah ne, wir können ihn gleich killen, ne? Sehe ich gerade. Wir machen ihm keinen Schaden. Doch, ach, ich habe den die ganze Zeit keinen Schaden gemacht, weil ich nicht getroffen habe, ich Trottel. Okay. Okay, jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man den schaffen kann. Hallo. Mhm. Okay. Du.
ich glaube leider, dass Delay kommt leider von der Software, die ich benutze. Weil ich die PS5 nicht direkt an den Monitor anschließe. Da hätte ich dann wahrscheinlich kein Delay. Oh nein! Ja, hilf uns! Tao, sei gegrüßt, moin! Super Saiyajin! Bam! Hell yeah! Oh Gott. Mit der Clunkiness von so einem alten Spiel wird das, glaube ich, ziemlich ekelhaft, aber wir kriegen es hin. Oh oh. Oh boy. Aber jetzt können wir ihn die ganze Zeit treffen. Na, du Lappen! Ah! Easy. Jawohl! GG! Geil. Damit hätten wir auch Rondo of Blood direkt durchgespielt. Mensch. With the aid of the Dark Priest's shaft to menace humanity once again. The legendary vampire hunter, Richter Belmont, stood against him and at last brought him down. However, 4 years later, on a glaring full moon night, Richter mysteriously vanished. Maria Renard set out to find him, but knew not where to begin. It was then that fate intervened. Castlevania, the castle of Dracula, rumored to appear once every century, suddenly materialized from the mist. Ui. To show her the way. Meanwhile, powerful forces struggled for the soul of a man named Alucard. He who had once fought alongside Trevor Belmont against his own immortal father, Count Dracula himself. To purge the world of his own cursed bloodline, Alucard had submerged his vampiric powers and fallen into what was meant to be eternal slumber. But now, he awakens to the cackles of evil and cries of the innocent. The eternal battle of good and evil has come full circle once more. Dracula's castle beckons for you. Huh? And no man can say who will emerge victorious. Ha? Ich wusste gar nicht, dass das Schloss von Dracula selbst Castlevania heißt. Wieder was gelernt. Now load. Jetzt spielen wir Alucard, den Sohn von Dracula. Halb Vampir, halb Mensch. Okay. Guten Tag. Okay, wir sind, glaube ich, jetzt noch am Anfang ultra stark. Das wird sich, glaube ich, noch ändern, wenn ich mich recht erinnere. Schon 5 Millionen Speedruns von dem Spiel gesehen. Bam. Aua. Bam. Aua. Aua. Ihr Lappen. Und her. Jawohl. Das Geile ist, hier levelt man halt auch. I like. Very much. Und ich glaube, die Herzen sind sowas wie Mana, wa? Was irgendwie sehr merkwürdig ist, aber ich glaube, so ist es. Immer so in Castlevanias. Ja, und das Spiel geht halt einfach direkt los. Wir sind jetzt im Schloss und können es uns hier gemütlich machen. Dü-dü-dü. Die Mucke. Haben wir... Ah, das ist die Map. Okay. Dü-dü. Peng.
Ja, ich hab leider einfach echt einen Delay. Ich bräuchte halt einen dritten Bildschirm. Aber... Warte mal, wie geht... Ah, okay. Mit Dreieck kann man einfach so zurückdashen. Geil. Ui! Hallo! Old man. Very well, but I shall see you very soon. Ah, okay, er nimmt uns unsere Kräfte weg. No! Wir sind ein Lappen jetzt. Geil, wir können einfach nur einen Jab aus verteilen. Kann ich hier runterspringen? Ich will es nicht riskieren. Okay, wir können aber noch... Bam, Junge! Bam, bam, bam! Aua! Oh boy. Oh boy. Nein, what the fuck? Komm her, Junge! Bad Doggo! Böser Junge! Bang! Wir brauchen eine Waffe, schnellstens. Also ich kenne halt wahrscheinlich alle Bosse, wenn ich sie sehe. Okay. Okay, das war Symphony of the Night, Freunde. Tschüss. What the hell? Wie? Man muss jetzt alles nochmal machen. Nur weil ich da drauf... Wow! Weil man noch nicht speichern konnte. Okay. Das ist... ist das brutal. Immerhin kann man die Dings... die Dings skippen. 15 minutes later. No! God damn it. Okay, können wir... Nein, können wir nicht. Okay, soll ich dann... Kann ich jetzt... Ich hab Angst, hier runterzuspringen. Okay. Alles klar. Hier muss man lang. Ich hätte gern Speicherpunkt-Spiel. Kannst du mir das geben, bitte? Hey, kleine Skelettis, hallo? Kennen Sie den nächsten Punkt, Speicherpunkt-Minion? Monsieur? Hey! Nicht nett. Short Sword! Okay. Geil. Right Hand, Left Hand. Ui. Moment. Left Hand ist Kreis. Man kann zwei Sachen in der Hand haben? Zwei Waffen? Oh. Oh, das wusste ich nicht. Geil. Krass. Oh, hier können wir nicht lang. Können nicht nach oben schlagen.
Gut. Komm her, Junge. Aua. Ja. Oh, anderes Schwert. Red Rust. Das ist schlechter. Rusty Red Sword Two-Handed. Es ist schlechter als das Short Sword. Why sollte ich das benutzen? Okay. Ist hier vielleicht ein Speicherpunkt? Ich glaube, das ist ein Speicherpunkt, oder? Oh Gott, okay. Ey, nie wieder den Anfang spielen. Oh Mann. Jetzt können wir auch quicksaven. Decide. Okay. Okay. Gut zu wissen, dass man da rausgekickt wird. Danke, dass du das uns erzählst, Spiel. Noch ein Red Rust. Okay, ab geht's. Und irgendwie flackert das Bild, ne? Weiß nicht warum. Ups. Hoffentlich jetzt nicht mehr. Ich habe die Software mal neu gestartet. Oh, hallo. Cube of Zoe. Das ist wahrscheinlich ein Relic, oder? On, off. Causes items to materialize. Einfach an- und ausschalten? Okay. Ah, jetzt. Ah, okay. Jetzt kriegen wir so Zeug aus diesen Dingern hier. Ah. Nice. Okay, was auch immer das war. Alchemy Laboratory. Hallo? Hey! Aua! Okay, er ist one shot, er ist auch one shot. Ah, der kommt wieder, glaube ich, der Lappen hier. Komm her! Peng! Muss mich halt einstellen, dass dieses Spiel kompromisslos ist, ey. Hide Kyras, okay. Nein. Ja, okay. Guten Morgen, Frau Kiyomi. Was ist Def? Ach so, Def 2. Okay, geil. Wie geht es Ihnen? Au! Sind Sie bereit, einen Klassiker der Videospielkultur sich anzuschauen? Ach so, hier, da gehen die Stacheln runter und ich bin einfach so reingesprungen. Ganz toll. Oh, ah! Wisst ihr was? Ich gehe, glaube ich, mal zurückspeichern. Ich glaube, ich werde in diesem Spiel sehr viel zurückgehen, um zu speichern, wenn wir irgendwas bekommen haben oder so. Oh, what the fuck? Gegner werden anders? Das ist Alucard, ja. Den kenne ich. Von weg. Wenn man seinen Namen rückwärts ausspricht, kommt Dracula raus. Ja. Weißt du auch warum? Oder was heißt warum? Aber weißt du, wer Alucard ist? Werner Schmeckoleck. Ja, das auch. In disguise. Alucard ist der Sohn von Dracula. What the hell? Was seid ihr denn hier? Au.
Er ist halb Mensch, halb Vampir. Level up! Du weißt, okay. Euro sind schon drin. Really? Geil. Aha, jetzt brauchen wir nur noch zwei. Aua, zwei Schläge. Aua! Tapp normal, du Lappen. So. Hey. Hey, jetzt. Habe ich da eben was bekommen? Okay. Wie gesagt, ich kann die Netflix Castlevania-Serie nur empfehlen. Ist richtig geil. Tag, kleine Freunde. Bäm. Ich will mal Leben bekommen. Weil Herzen sind ja, glaube ich, kein Leben in Castlevanias. Konan-Bautag. Ah ja. Leather Shield, danke. Was baust du Schönes? Attack geht hoch. Warum auch immer. Okay. Ah, Attack Viereck, Attack Kreis. Okay, also das Lederschild macht unser Shortsword stärker, warum auch immer. Ach, nein. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin blöd. Bring einfach nur Def. Können wir das auch... Okay. Bisschen dekorieren, Stadt ausbauen. Okay. Viel Spaß dabei. Absolut... Finde ich absolut langweilig. Aber ey, ne? So sind Menschen verschieden. Au, Junge, aua! Ey! Ey! Aua! Aua! Oh. Alter, ist das Spiel brutal, Mann. Ich bin auch gleich langweilig. Ich bin immer langweilig. Das ist doch, weswegen ihr diesen Stream guckt, weil es hier langweilig ist. Das ist ein Fahrstuhl. Du wirst bald reich, wenn das hinter... Ey, hallo? Kannst du mal... Hallo? Fahrstuhl hoch. Hä? Hä? Okay, der fährt nicht hoch anscheinend. Dann müssen wir links lang. Und wir sind gleich tot. Speedrun Strats. Freue mich schon mit dem Delay und der halt Clunkiness, weil alt, auf die Medusa hetzt. Das wird lustig. Für euch wahrscheinlich, für mich nicht. Resist Thunder. Okay. Ist wahrscheinlich, ja. Wie lange hält das? Keine Ahnung. Egal. Brauche einen Speicherpunkt, bitte. Was ist das für ein kleines Skelettvieh? Komm her, Junge. Hey. Wieder so ein Dude. Aber der, den können wir jetzt schießen, glaube ich. Komm mal ran, Junge. Ah, der ist schlau. Okay. Schade. Ja, das wird... Ah, ne, er ist nicht schlau. Er ist nicht schlau. Wir brauchen mal eine längere Waffe, ey. Komm her, Junge. Komm mal ran. Jawoll. Bap. Hm? Noch schwer zu sehen, was der Hintergrund ist und was nicht. Oh no. Okay, easy. Aber die schießen immer nur nach unten, oder? Oh boy, ja.
genau im falschen Zeitpunkt runtergesprungen. Dab, da. Oh Gott. Egal. Ah, Speicherpunkt. Oh ja. Oh. Oh ja. Man kriegt keine vollen HP, wenn man speichert. Wow. Oder was, wenn ich nochmal speichere? Nö. Bang. Ich sollte aber jeden Gegner töten, weil man halt levelt. Wenn man Gegner tötet. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Spiel. Oh. Magically sealed. Okay. Da brauchen wir irgendwas. Oh nein. Oh nein. Hallo? Hallo? Warum ist die Musik aus? Das mag ich nicht. Oh oh. Ridley? Bist du es? Direkt ein Doppelboss oder was? Oh nee. Ah. Au. 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 Okay, 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 okay. Au, au. Au, 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 au. Nein. Au. Au. Nein. Ich hab so das Gefühl, wir werden sterben. Okay. Komm her, Junge. What? Anscheinend den grünen Mann zu töten ist leichter, oder? Strategie, oder was? Also ein geiles Tag-Team, ne? Muss ich sagen. Dick und doof, ey. Die Mucke. Ist so geil. Komm her, Junge. Ah. Oh. Oh. Okay. Okay. I see. Das wird noch lustig. Das wird noch lustig. Aber, ja, nein! Ich muss dran denken, dass ich ein Schild habe. Und das benutzen. Bauen und dekorieren langweilig finden. Geiles Gefühl, wenn was ästhetisch ist. Nur in Spielen. Nur bei mir ist es auch. Mir ist eigentlich grundsätzlich egal, ob irgendwas gut aussieht. Erstmal soll es funktionieren. Und wenn ich in Spielen. Weiß nicht. Wenn ich irgendwas mache in Spielen, dann muss es halt irgendwie was dazu beitragen, dass ich vorankomme. Deswegen. Mag ich sowas nicht. Okay. Bam. Ah. Ach, damit kann man die einfach komplett negieren, oder? Ja, ja. Bäm, Junge! Oh, mein Schild! No!
Hallo Lappen? Max Life ab. Ach so, wir hatten nur 78 HP oder 76. Ah. Geilo. Erster Boss down. Dick und doof, das Duo Infernale. Hallo. Aber, doch, ich hab den Schild noch. Hallo. Okay, sind diese Bluteffekte teilweise, nachbearbeitet? Da gibt es so zwei Arten von Bluteffekten. Okay, wir haben drei Wege. $25, geil. $100. Ah ne, wir haben jetzt $100, glaube ich. Schwupp. Ui, wieder so einer. Komm mal her. Nein, komm her, Junge. Komm. Du Lappen. Okay, der ist... Ich habe ihn nicht gesehen, kleiner Mann. Ah! Ja, okay, ich verstehe. Alter. Junge! Okay. Komm her! Okay. Nummer eins ist weg. Okay, das Schild ist halt echt geil. Au. Ich mag es ja eigentlich nicht, mit Schilden zu spielen und zu blocken in Spielen, aber ich glaube, in diesem Spiel sollte ich es tun. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Speicherraum, oder? Ja, hier ist schon eine neue geile Mucke, ein neues Gebiet. Da gehen wir natürlich noch nicht hin. Gedodged, Bitch. Bap. Ist das Potion? Hallo Berserker, sei gegrüßt. Hier muss man reinschauen, das ist richtig. Danke für dein Follow, das habe ich gestern noch gesehen. Vielen lieben Dank, willkommen. Ich muss zurück und runter, ja. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hast Lust auf einen Klassiker der Videospielgeschichte. Ich möchte... Au, 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 au. Au, okay. Au. Die sind halt eklig, weil die auf einen zulaufen. Was ist hier? Ja. Aber ihr merkt, es ist halt nicht Souls-like-mäßig in dem Sinne, dass die Gegner erst respawnen, wenn man speichert oder ne, resettet sozusagen, sondern jeder Raum resettet immer, wenn man rausgeht. Retro-Klassik geht immer nebenbei beruflich in die Tasten hauen. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß. Warum flackert denn das Bild?
Rechts ist noch was. Ich glaube jetzt. Bang. Du. Oh, uiuiui. Pingu, ich bin direkt nach dem Tod gestorben und musste das Spiel von neu anfangen. Luca schon 30 Secrets übersehen. Oh, bestimmt. Ah! Nee, es ist ein anderer Fahrstuhl. Blüpp, 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 blüpp. Okay. Oh. Sonnenbrillen? What the fuck? Geil. Die sind richtig cool. Nice. Dab-da. Ah, man kann selbst bestimmen, wo man... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wie das funktioniert. Okay, das ist auf jeden Fall eine Abkürzung. What the fuck? Einfach eine Kanone? Genau! Eine riesige Kanone. Was habe ich da eingesammelt? Ich weiß es nicht. Hallo? Jo, hallo? Eine Waffe. Warum kann ich jetzt hier nicht mehr hoch? Und jetzt ist der Ton wieder am Arsch? Alter. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Hört ihr kurz nichts? Jetzt hört ihr wieder was, glaube ich. Okay, Moment. Nein. So. Basiliat. Machen weniger Schaden damit. Int minus 1. Warum soll ich die ausrüsten? Vanilla. Oh. What the fuck? Shit. Okay. Gut, das nehme ich. Was ist hier? Okay. Hier waren wir doch schon. Okay. Hier kann man auch hoch. Okay. By the way, ich war blöd gestern. Oder auch vorgestern. Der eine DLC in Blasphemous. Speed plus 5. Ich glaube Speed plus 130 oder so. Der eine DLC in Blasphemous, wo ich dachte, das ist eine, quasi Castlevania irgendwie Thema. Nein, das ist Bloodstained. Die man da kennenlernt. Miriam, das ist der Hauptcharakter aus Bloodstained. Hab ich gestern beim Schneiden realisiert. Das Miriam DLC, ja. Ich dachte, das wäre Castlevania. Weil, ich meine, Bloodstained ist ja quasi Castlevania, ohne Castlevania im Namen zu haben. Aber ich wusste halt nicht mehr, dass Miriam der Hauptcharakter von Bloodstained ist. Ja, komm Pingu, flame mich dafür, aber ich merke mir sowas nicht. Igavania. Ich hab
Bloodstained gespielt zu einer Zeit, wo ich, sagen wir es mal so, wo es mir nicht wirklich gut ging und deswegen habe ich mir das halt nicht gemerkt. Ich weiß nur noch, dass ich das paar Sachen aus dem Spiel und dass ich das Spiel richtig geil fand. Ah, da will ich nochmal. Ah ne, das war, was war das? Da waren wir nicht, okay. Jung, spring doch da hoch, du Lappen! Bloodstained gibt's nächste Woche, by the way. Wo wir schon mal dabei sind. Und nach... Ach so, das war hier. Nach Castlevania kommt erstmal eine Runde gechilltes Vanilla Dark Souls 1. Und hier waren die beiden Lappen. Er schlägt, wenn er fällt, schlägt er so schräg nach unten.